Hallo liebe Kinder, heute werden wir wieder eine spannende Geschichte hören. Nämlich wird die Geschichte heute... Jetzt kommt meine Geschichte, du Wurfsohn! Ja, ich bin's wieder, Leute, der Penny, der hat's viel gelangt. Oh, der reckt sich noch. Na gut, und jetzt werde ich doch mal meine Geschichte erzählen. Ich war in meinem Kindererzähl klein, so scheiße drecksklein. Und da hatte ich schon ein Faible für Flaschen. Eines Tages fand ich meinen Freund im Pfosten, mit dem ich später immer zusammenlebte. Wir gingen die Straßen hinauf, so auf und ab, weißt du, so ganz krass. Und ich teilte meine Wohnung mit ihm, als wäre es mein Haustier. Ich wippte mit ihm auf der Schaukel im Spielplatz, wo er immer runter fiel. Und auf der Wippe, wo er komischerweise schwerer war als ich. Ich machte mit ihm geniale Freundefotos. Und er klamm riesige Höhen, bis ich auf dem Boden der Tatsachen landete. Und ich überfiel mit ihm solche Spackos, von denen ich dann Flaschen nahm, weißt du, so ganz klasse. Ich verdiente mein Geld mit dem Scheiß und ja, dadurch wurde ich dann zum Penny, dem krassen Hartz-IV-Clown, der ich heute bin. Ich zitter das Geld Tag und Nacht, weil ich nicht sehr gut in Mathe war. Dann kaufte ich mir mein krasses stylische Ausrüstung, so like Boss, und musste auch schwere Momente hinnehmen. Von dieser Nase habe ich mich bis heute nicht wirklich erholt. Dann kaufte ich mir eine geile, krasse Wohnung, wo mein Pfosten auch sehr Platz hatte. Und ich legte sehr viel Wert auf Hygiene, weil das so wichtig, ja. Und jetzt sitze ich vor der scheiß Webcam und weiß nicht, wie man die Kacke ausmacht. Und Fischsohn!